Oh, hier hängen schon Angelschnüre. Die kann ich gleich auch noch abmachen. Aber gleich mehrere. Ja, mache ich. Ja. Alles klar, ich komme. Komm, er kommt hier geschwommen. Hörst du mich? Ja, ich hab dich gehört, ich komme. Ah ja, ich sehe sie. Alles klar. Scheiße, im Wasser sieht man nichts. Ich hätte sie gerade eigentlich schon gehabt, wenn ich nicht hängen geblieben wäre. Also sobald die 30, 40 cm unten ist, sehe ich die nicht mehr.
So, Mäuschen. Was machst du denn? Ich will dir doch nur helfen. Ich will dir doch nur helfen. So. Halt mal. So. Okay. Guck mal immer unter den Arm. So. Okay, alles gut. So, Leute. Das Boot mal eben sichern. Ups. Eieiei. Kannst du das mal eben festhalten? Was ist das hier? Okay. Einfach hier so. Einfach so, dass es nicht in den Steinen liegt. Lass so. Sonst habe ich hinter die ganzen Steine da dran. So. So. Das sieht schon anders aus, ne? Aber nicht keine Verletzung. Ja, ist aber hier geschwollen. Also wir machen das direkt ab. Dann hat die den Druck schon mal raus. Ich würde die aber nicht so raussetzen. Also jetzt nicht. Weil das hier ist schon. Sag mal, kriegen wir das jetzt? Ja doch, das kriegen wir. Das können wir abrollen. Du hältst sie mal. So, dann ziehen wir der mal eine Socke über. Irgendwo habe ich die. Da nicht. Da ist sie. Ne, Mäuschen. Also keine Angst haben. Das ist nicht böse. So, komm mal her. So. Auf, hast du schon? Gut. Bleib ruhig da vorne. Machen wir da vorne, haben wir mehr Licht. Guck, die kannst du jetzt so. Ach, guck mal hier, der ganze Zeh. Der ist bitter umwickelt, ne? Mal gucken, wo da überhaupt der Anfang ist. Ach so, das ist auch noch hier. Ja. Ist ja doppelt gefesselt. Das sind ja zwei verschiedene Schnüre, ne? Oder? Ja, würde ich sagen. Was ist das denn für eine? Das ist eine. So. Ja, Moos. Ich weiß, das ist scheiße. Naja, boah, da muss ich sogar mit der Zange ran. Die Schere kriegt das nicht durch. Es gibt so Schnüre, die haben innen drin eine Blei. Ich weiß nicht, ob das so eine ist. Zange. Blutung dann auch wieder zurück. Ja. Nur aufpassen, dass wir hier nichts fallen lassen. Na guck, der geht jetzt hier schon wieder um den Zeh, so wie es aussieht. Ja, das ist aber wahnsinnig verwickelt, ne? Du musst ja da richtig sich reingedreht haben, oder? Ja. Weil sie nicht rauskam. Von der anderen Seite mal aufrollen. Aber die andere Seite, ah ja, guck mal hier, den haben wir jetzt. Müssen wir nochmal genau gucken. Das andere sind nur Druckstellen, ne? Das ist nur. Na, Moment. Oder ist das hier abgestorben? Ne, das ist abgestorben. Ein bisschen Nekrothaut so. Ne, das ist auf jeden Fall kein Faden mehr. Ne, ne, das ist Haut hier nur, siehst du? Sieht auch aus wie eine Schnur, aber da ist es Haut. Haut. Ne? Okay, das heißt, die Seite ist schon mal gut. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Ja, der Zeh ist aber auch noch gerettet. Ich dachte, der wäre schon. Aber der wird nicht. Der wird nicht. Nee, ich dachte aber, der wäre so stark eingeschnürt, aber ich glaube, der ist zu retten. Ja. So. Da ist jetzt nur noch der. Was, wenn ich jetzt hier weiter abrolle? Gut. Ich würde sagen, wir haben es.
Ein Stück. Alles in einem Stück. Der ist komplett gerettet. Halt mal kurz noch. Ziehst du ihr, wenn ich die unterm Arm habe, ziehst du ihr einfach die Socke ab? Warte noch nicht. Jetzt. Kannst du einfach nach vorne so, genau. Ne, Mäuschen? Ja, wird alles besser. Wird alles besser. So, gehen wir hier rein. Die ist aber... guck dir die mal an. Also da ist nicht viel Wild drin, ne? Nee. Gut, ja, lass mal kurz, solange ich noch auf dem Boot bin. Also, da habe ich schon bei anderen eine Stunde oder so gebraucht. Und bei der waren es ja jetzt vielleicht, ich weiß nicht, 10 Minuten. Das ging eigentlich. So, dann guck ich mir mal die Angelschnüre an. Ich paddel dann aber einmal komplett rum, ne? Weil ich habe eben nur im Vorbeipaddeln schon 3 gesehen. Wer weiß, ob ich nicht noch mehr finde. So, das geht jetzt an den Angler, der das hier zu verantworten hat. Da kann ich echt nur sagen, du hast gerade gesehen, was ich hier eingefangen habe und was das Tier für eine massive Einschränkung hatte. Und sowas hier ist der Grund. Und ich sag nur, wer sowas macht, ne, dann sollte man die Angelrute um die Ohren schlagen. Nee, lieber hier unten rein. Sonst bleibe ich im Ast hängen. Und dann ist das Zeug wieder weg. So, guck mal, was hier alles dran hängt. Ah, und da. Hier ist der Gummifisch mit dem Haken. Boah, und das war alles unter Wasser. Und dann wundert man sich, wenn die Wasservögel hier mit Schnüren reinkommen. Oh nein! Guck mal, da ist das Nest, ne? Und direkt da drüber hängt ein orangener Wobbler im Geäst drin. Direkt über dem Nest. Boah, ist das zum Kotzen, ey. Ist das zum Kotzen. Und natürlich wieder richtig schön mit fettem Haken. Oh, das ist doch nicht wahr, ey. Ey, was sind das für Untermenschen, ey? Der wäre auch bald abgefallen, den konnte ich einfach so mit der Hand abziehen. Und da ist ein richtig fetter Edelstahlhaken dran. Das war nur Schnur, ja. Und hier direkt das Nest, ey, ich könnte kotzen. So, liebe Leute, ich bin hier im Schlosspark in Moers und hier ist eine Graugans, die ist gestern schon gesehen worden, auch der Feuerwehr gemeldet worden. Die hat eine Angelschnurverletzung gehabt und zwar war die Angelschnur zwischen beiden Beinen verschnürt. Das heißt, das Tier, also mehrfach sogar, das Tier konnte sich absolut nicht mehr vernünftig fortbewegen. Dazu kommt, dass die vor längerer Zeit schon mal eine Flügelfraktur oder ähnliches gehabt hat, also irgendwas, was dazu geführt hat, dass dieses Tier auch nicht mehr flugfähig ist. Jetzt war sie nicht mehr flugfähig, konnte nicht mehr vernünftig laufen, nicht vernünftig schwimmen. Dementsprechend konnte ich die auch überhaupt ohne weiteres einfangen. Ich weiß, dass unter dem Video wieder ganz viele Kommentare stehen werden, wie von wegen, ja, jetzt machst du alle Angler schlecht und so ein Scheiß. Nee, mache ich nicht. Es geht hier ganz konkret um diese Angler, die das, was ich hier gefunden habe, nämlich die 3 Angelwobbler, diese 3 Wobbler, die ich gerade von der Vogelinsel geholt habe und der Angler, der das mit der Graugans zu verantworten hat. Um diese Menschen geht es mir.
ihr seid echt, nee, sage ich jetzt lieber nicht, ist egal, könnt ihr euch selber denken. Es ist auf jeden Fall echt die absolute Höhe. So geht man mit diesem Zeug nicht um. Wenn man schon angelt, hat man seinen Scheißmüll mitzunehmen. Und wenn man das nicht tut, dann sollte man die Angelrute rechts und links um die Ohren geschlagen bekommen. So. Guck. Ja. Einmal den hier. Ja. Der ist schon länger hakenrostig. Ja. Dann haben wir den hier. Das war der, der gerade direkt über dem Nest hing. Ja. Ne? Ja, und die anderen so was. Nehmen die. Pass auf, und das hier war eigentlich das Schlimmste. Ja. Da hing über Wasser nur, ich weiß nicht mehr, hier dieses Stück Schnur, was hell ist. Ja. Das hing so vom Ast runter. Na, und das alles war unter Wasser. Das habe ich auch wirklich nur aus dem Augenwinkel gesehen, also die Schnur. Na, und guck dir erstmal an. Da, also, ist es im Prinzip genau dasselbe. Ja. Na, also auch mit Haken. Nochmal ein Nachtrag zu dem Graugans-Einsatz von eben. Unter meinen Videos finden sich relativ häufig Kommentare von Anglern, die sich maßlos darüber aufregen, dass ich ja alle Angler diffamieren würde. Also, es ist folgendermaßen. Ich bin Veganer und lehne deswegen das Töten von Tieren grundsätzlich ab. Aber in meinen Videos geht es immer um die Angler, die das zu verantworten haben, was ich in diesen Videos vorgefunden habe. Das heißt, es geht bei dem Graugans-Video um den Angler, der das zu verantworten hat, was dieser Graugans passiert ist, und um die, die ihren Dreck auf der Vogelinsel in den Ästen hinterlassen haben. Vielleicht ist das derselbe Angler gewesen, ich weiß es nicht. Ist mir letzten Endes auch scheißegal. Aber es geht mir genau um diese Personen. Diese Personen haben Scheiße gebaut und diese Scheiße haben sie einfach dort liegen lassen. Natürlich haben die gemerkt, dass ihre Wobbler auf einmal irgendwo in den Ästen hingen und sind einfach abgehauen. Das ist nichts anderes wie Unfallflucht. Man hätte auch zur Parkverwaltung gehen können und sagen können, hey, sorry, ich habe hier geangelt, ich habe hier einen Angelschein, ich mache das legal, behaupte ich jetzt einfach mal, und mir ist da was drin hängen geblieben. Könnt ihr das, wenn ihr das nächste Mal im Boot da vorbeikommt, bitte abmachen. Und wenn das Geld kostet, dann kostet das eben Geld. Dann ist das halt so. So, und wenn ihr das nicht tut, dann wundert euch nicht, dass es Leute wie mich gibt, die über sowas schimpfen. Wenn aber jetzt alle Angler meinen, mich wiederum beschimpfen zu müssen, weil ich ja alle Angler angeblich diffamiere, dann frage ich mich, wieso ihr euch damit auf die Seite der Angler stellt, die genau das zu verantworten haben, was wir jetzt hier eben gesehen haben, und damit auch zu verantworten haben, dass ihr alle so einen beschissenen Ruf habt. Denkt mal drüber nach.